Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, wir stehen hier direkt noch vor dem Rätsel, wie wir denn den Eingang hier aufkriegen. Und die Vase ist ja respawned, das kann ich nicht leiden. Können wir eigentlich Frösche hier mit der Axt treffen? Ja, die Krabbe ging zumindest. Der Frosch ist zu schnell für mich. Hat ein paar Versuche gedauert, aber wir haben es noch geschafft. So, wäre die Frage, wie wir das hinbekommen. Mein Junge müsste hier so ein Kristall drauf schießen, also so bringt das natürlich nichts. Wir bräuchten irgendwie was Rötliches, was explodieren will. Da sehe ich aktuell aber nicht, dass wir da was hätten. Da hinten hätten wir was, aber das kriege ich ja schlecht hier hin. So. Das ist jetzt aber doof. Mit was muss ich überhaupt anfangen? Mit dem da? Ja, das sieht gut aus. Und dann muss ich mich beeilen. Hat das nicht geklappt? Okay. Wir haben nur begrenzte Zeit. Und da oben hängt ja das andere im Gitter. Wir versuchen es trotzdem. Nummer 1. Nummer 2. Komm schon. Trigger. Glaubt nicht, dass das klappt. Da oben hängt auch was. Ach, das ist meine Axt. Dann vergesst, dass ich was gesagt habe. So. Dann wieder hoch mit dem Tor. Und mal schauen, ob wir erfolgreich hoch mit dem Tor. Nicht fallen lassen. Nicht fallen lassen. Gut. Ende weg. Ja, das war zu langsam. Das war erwartbar. Irgendwie müssen wir das hier schaffen, dass es entweder automatisch runtergeht. Ansonsten bin ich gerade hier ein bisschen ratlos. Ich habe keine roten Kristalle, die explodieren. Ich habe gar nichts. Vielleicht ein bisschen... Na, was ist das im Boden? Eine Galionsfigur. Diese Schatzkarte wäre gelöst. Ewiger Frost. Oh, ich glaube, das brauche ich für die Leviathan-Axt. Das war eine Schatzkarte anscheinend oder eine Schatzkarte hat hier hingeführt und ich habe es einfach so gefunden. Ah, seht mal, da oben kommen wir zumindest hin. Da oben kommen wir zumindest an die Kiste. An diese eine, die hier stand, kommen wir auf jeden Fall noch nicht. Und wie ich das hier schnell lösen soll mit dem Tor, ist mir gerade auch noch ein Rätsel. Das muss hier irgendwie klappen. Ah, vielleicht hiermit. Oh, das macht zumindest irgendwas. Wie lange muss ich das denn drehen? Dass das ganze Rad rum ist? Oder dass ein Muster irgendwie mit dem Moos hinten auf dem Felsen entsteht? Ich habe keine Ahnung. Wir drehen es einfach mal ein bisschen. Macht ja Spaß. Es macht ja Spaß. Und Kratos, ja, das ist eine gute Übung für die Schulter. Geht aber, so wie er es macht, garantiert auf den Rücken. So. Muss ich damit irgendwas erreichen, oder? Hat das was gebracht? Können wir da unten jetzt hinspringen? Weil ich denke mir, das wäre vielleicht sinnvoll, dass wir da unten irgendwas hätten, wo wir gerade ausspringen könnten. Und auch hier habe ich es noch nicht, wirklich nicht ganz verstanden. Kann ich den Kasten kaputt machen oder kann ich so einen Quick Release machen? Seltsam. Ich könnte es natürlich auch zerstören. Also nicht wirklich. Aber ich würde das gern versuchen. Also ich würde sagen, entweder es hat noch nicht gereicht oder es war falsch. Oder beides. Wir versuchen es einfach noch mal ein bisschen zu drehen. Und wenn wir dann nicht weiterkommen, werden wir auf jeden Fall hier rausgehen. Es muss doch irgendwie geben. Ja, die Kette geht so nicht kaputt. Oben arretieren bringt auch nichts. Das kann auf keinen Fall auf Zeit gehen, weil so schnell bin ich nicht. Und so schnell werden die Trigger auch nicht angezeigt. Es muss aber doch eine Möglichkeit geben. So, wir drehen das einfach noch mal ein bisschen weiter. Okay, das ist der maximale Anschlag. Vielleicht war es ja die falsche Richtung, aber das tue ich euch jetzt nicht an, dass wir das alles nochmal zurückdrehen. Vielleicht kommen wir später nochmal her, vor allem da gibt es ja diese eine Kiste, für die wir garantiert noch nicht die richtigen Fähigkeiten haben.
Vielleicht google ich auch mal, was hier mit der Tür zu tun ist. Mach ich zwar generell nicht so gerne, dass ich was google, aber wenn ich zu lange scheitere, ich kann jetzt im Let's Play da nicht 40 Minuten davor stehen und einfach fragen, hä, was ist da denn los? So, wir schauen mal auf die Karte. Wir haben hier nämlich zwei Nebenquests in der Nähe. Das eine ist hier ein, die Anatomie der Hoffnung, Gullwegs Knochen sammeln. Die kennen wir ja schon. Und hier ist so ein Kampf, Weltenrissbegegnung. Der Weltenriss wird hier sein. Das ist kein Kopf, guter Kampf. Du steckst voller Geschichten. Ja. Kennst du auch eine unterhaltsame? Ich muss doch sehr bitten. Er hat sich beleidigt. Hab ich gemerkt. Ihr wollt also einen echten Knüller. Ja, dann hören wir uns das erst an. Ich erzähle euch die Geschichte von Rungnir, dem Raufbold. Die wahre Geschichte. Es gab eine große Schlacht, stimmt's? Auf seinem Schrein sieht man ihn im Kampf gegen die Asen. Eine nette Geschichte, aber nein. Rungnir hatte bei seiner Geburt weder Kopf noch Herz. Darum vervollständigten die Riesen ihn mit Stein. Er war unglaublich stark. Jedoch auch ein Einfallspinsel. Ja, wenn sein Kopf auf Stein ist. Er ging durch Midgard wandern und fand ihn so amüsant, so harmlos, so gutgläubig, dass er ihn zu sich nach Asgard einlädt. Dort füllte er Rungnir mit Met ab und stachelte ihn zu allerlei Scherzen und Possen an. Alles zur Unterhaltung des Hofstaats. Oh oh. Ich war dort. Ich sah die Asen lachen, als Rungnir auf seinen Schild sprang und schwor, uns alle zu töten und die Frauen mit nach Jötunheim zu nehmen. Dann taucht Thor auf. Und lacht er? Oh nein. Thor wirft einen Blick auf den betrunkenen Narren und schlägt ihm mit Mjölnir so hart auf den Kopf, dass bis heute Stücke von Rungnir in seinem eigenen Schädel stecken. Thor ist so verwundert über die Steinsplitter, dass er nicht bemerkt, wie Rungnirs Körper mit einem knirschenden Geräusch auf ihn fällt. Und wieder hallt schallendes Gelächter durch die Hallen des Palastes. Die Geschichte ist ja furchtbar, Mimir. Ganz anders als die von meiner Mutter. Lass dir das eine Lehre sein. Die Wahrheit ist selten so hübsch wie Mythen und Legenden. Das ist richtig. Das war eine deprimierende Geschichte. Und Thor ist ein Arschloch. Also zumindest der hier in der nordischen Saga. Nicht unbedingt bei Marvel. Da gefällt er mir eigentlich ganz gut. Auch wenn er manchmal ein bisschen zu dämlich ist. Aber da kann er ja nichts für. So, hier ist ja die Weltenrissbegegnung. Wollen wir die nochmal anfassen? Ich glaube, wir wollen die nochmal anfassen, oder? Das muss Gullwake sein. Können wir den mitnehmen? Ja, natürlich. Ja, die anderen. Der Geist lügt dich an, Junge. Ist das so? Ich habe viele Geister gekannt. Sie alle sind Lügner. Der hier ist anders. Ich weiß es. Du weißt sehr wenig. Komm schon. Diesmal schaffen wir es aber. Nein! Kindchen, was machst du denn da? Au, 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 au! Wir haben es nicht geschafft. Ich habe das Gefühl, wir haben es nicht geschafft. Na gut, wir haben zwar letztes Mal Leute auf Stufe 6 ausgeschalten, aber anscheinend ist das noch nicht der Moment. So, den Knochen nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Und dann ignorieren wir einfach den Riss. Oh, ich glaube, den Knochen habe ich schon. Schauen wir mal an. Ja, den habe ich im Inventar. So, Fafnirs Flug. Zum Anker zurückkehren. Da war ja der zweite Drache. Das schafft man jetzt aber. Ich bin positiver Überzeugung. Ich frage mich, wie lange das hält. Ja, wir befreien dich. Ah ja, ich erinnere mich. Ah, die haben ja nur Stufe 5. Das ist ja ein Witz gegen mich. Leviathan-Axt und Rüstung sind ja aufgelevelt. Nein, ich mag kein Gift. Vertrage ihn nicht. Schmeckt immer so bitter. So, der erste ist gleich... Der ist draufgegangen. Guter Sohn. Gut fürs Streitschlichtung. Na, das löppt aber heute. So, wo ist dieses Vieh? Da ist die Hexe. Bin noch nicht so weit. Warum bist du denn nicht so weit? Habt ihr extra die schöne Rüstung gekauft? Ich nehme das mal. Nein, Gift. Ich bin
Du giftige alte Fette. Ja, renn. Bist du tot? Du bist noch nicht tot. Aber ich vielleicht bald wieder, weil ich hier so einen Scheiß mache. Ja. Du warnst mich nicht zu Unrecht, Kleiner. Nein. Bist du eigentlich wieder voll aufgeladen? Bist du voll aufgeladen? Dann kannst du abschießen. Du hast es gleich. Na gut, dann warten wir, bis du es hast. Du hast einen Pfeil, du hast zwei Pfeile. Da ist Gift, das mich beinahe vergiftet hätte. Dem sollte ich vielleicht mal ausweichen. Eine Giftmagie. Nein! Alles in Ordnung bei dir? Nein, nichts ist in Ordnung. Wo ist er denn? Rage! Komm schon. Das muss reichen. Ich ja! Gerade so. Gerade so überlebt. So, dann wollen wir ihn mal befreien. Atreus, deine Aufgabe. Du stichst so gut mit dem Messer zu. Genau wie deine Mutter. Kriegst du es hin? Brauchst du Hilfe? Sehr gut gemacht. So, dann bist du wohl frei. Kleiner Mistkerl. Willst du mich jetzt fressen? Ich hau dir auch wieder aufs Maul. Tja, als Drache ist er noch genauso unausstehlich. Ja. Aber er ist befreit. Brillante Schuppe des Gefesselten. Selten Zauber. Moderate Bonusaktivierungschance auf einen Runensegen bei einem Runenangriff. Na, das hat sich doch gelohnt. Und ich habe Drachentränen bekommen. Anscheinend war er so gerührt, dass ich ihn gerettet habe. Puh, da habe ich aber ganz schön auf den Latz bekommen. Hätte beinahe nicht geklappt. Also beim zweiten Mal dann schon. Aber das erste Mal, die giftige alte Hexe ist halt giftig und alt. Da macht man nichts dran. So, dann würde ich sagen, schauen wir gleich nochmal auf die Karte. Irgendwo gibt es bestimmt noch Knochen einzusammeln. Und nicht von der Schlange. Also Weltenrisskampf, den schminkt man uns mal schön ab. Da ist ein Laden. Hier ist ein Eingang. Verborgene Kammer von Odin. Da war man da drin. Keine Ahnung. Hier kommen wir noch nicht hin. Bla bla bla. Hier hat man, haben wir noch was? Zum Kompass hinzufügen. Nicht zum Tagebuch, zum Kompass. Wie mache ich das denn? Komm schon, zeig's mir doch an. Vielleicht steht es unten irgendwo. Nee, aktive Markierung. Komm schon, ich will doch nur dahin. Mach mir doch nicht so schwer, Spiel. Hier auch das auszuwählen ist ein bisschen... Muss ich ranzoomen dafür? Merkwürdig. Und hier, was ist das? Das ist... da ist auch noch ein Knochen. Okay, wir finden es. Wir fahren einfach nach rechts rum weiter. Also gegen den Uhrzeigersinn. Hat das gerade Sinn gemacht? Gegen den Uhrzeigersinn ist links rum. Je nachdem. Ich glaube, ich bin gerade von zwei verschiedenen Perspektiven ausgegangen. Wir fahren jetzt gerade aus weiter, dann soll es passen. So. Genug verwirrt. Okay, die aktive Markierung ist auch noch vor uns. Das ist schön. Das heißt, noch nicht in die Brücke, obwohl da leuchtet auch was. Ich seh etwas im Wasser. Ja, dann sammel es gleich mal auf. Das ist dieses schöne Eckris-Gold, wo ich noch nicht weiß, was ich damit mache. Vielleicht hat mir das schon mal jemand gesagt, aber ich habe es einfach vergessen. Was passiert? Hier in der Höhle waren wir auch noch nicht, aber ich würde tatsächlich sagen, gehen wir vielleicht erstmal zum Wegpunkt, sonst werde ich wieder so abgelenkt und weiß dann nicht, was ich tun wollte. Vielleicht kommen wir ja auch gar nicht durch. Oh, bis jetzt sieht es aber ganz okay aus. Fafnirs Schlucht. Na, solange da niemand drin schluchzt, ist ja alles gut. Weil Kratos kann mit solchen Emotionen nichts anfangen. Sagt dann höchstens jemand, der hier weint, dass er sich zusammenreißen soll. Und das ist echt nicht hilfreich. Spricht er aus eigener trauriger Erfahrung. So. Wir brauchen Gesundheit.
Hab doch gar nicht genießt. Wir brauchen trotzdem Gesundheit. Ran mit dir, Junge, und dann einmal nach oben fahren. Irgendwo liegt hier ein knöcherner Überrest. Vielleicht in dem Eimer da, warum auch immer. Vasen konnte ich noch nie ausstehen. Die lasse ich bei mir auch regelmäßig fallen. Zumindest als Kind habe ich das getan. War meine Mutter sehr, sehr das Gegenteil von begeistert. Entgeistert. Glaubst du, Fafnir ist auch in Alfheim gewesen? Ich weiß es nicht. Bist du nicht neugierig? Klingt interessant. Wir gehen in diesen Lagerraum, um nützliche Dinge für unsere Reise zu holen. Nicht um mehr über den Zwerg zu erfahren. Fafnir war ein ziemlich interessanter Typ, Kleiner. Vielleicht erzähle ich dir mal eine Geschichte. Na gut. Ich dachte, wir holen hier noch Knochen. Ist hier aber Fafnirs Lagerraum oder sowas? Nee, das war ja nur die Schlucht. Aha. Auf T wechsel ich Pfeile. Das ist gut. Hab ich noch nicht verlernt, wie das hier ging. Her mit der Galionsfigur. Oh, war nur Hacksilber. Das nehme ich natürlich auch gerne. Hier kommen wir zum Händler zurück. Hier ist auch ein Händler. Zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. Ja, was machst du schon wieder hier? Hey Sindri, kennst du schon Mimir? Wenn du den abgetrennten Kopf meinst, der mir zuzwinkert, bitte halt ihn weg. Das kann unmöglich hygienisch sein. Oh, sehr nett. Auch schön, dich zu sehen, Sindri. Arschloch. Oh. Ist das einer meiner geflochtenen Mistelpfeile an deinem Köchergurt? Ein Andenken an deinen Freund Sindri? Ich bin ja so furchtbar gerührt. Also was für... Ach, ich mag die Händler. Was können wir denn herstellen? Nee. Ich hätte gern den Brustschild des Springers. Dafür braucht man aber immer noch diese Rüstungssplitter. Leviathan-Axt, da braucht man eine Frostflamme. Ich dachte, irgendwas können wir verbessern. Nicht mal den Klauenbogen. Ach komm, diesen gehärteten Svartalfheim-Stahl, den haben wir doch. Können wir Ressourcen kaufen? Weicher, ja, das bringt nichts. Auferstehungssteine, ich weiß nicht warum, aber die könnten nützlich sein. Hab ich einfach so im Gefühl, ja, ja, selten. Schließen, brauchst mir nicht jedes Mal anzeigen. Ich kenne mich mit den Dingern aus. So, verbessern bringt eigentlich auch nichts. Vielleicht der Axtknauf. Ach, dafür war der ewige Frost. Das sieht doch ganz gut aus. Glück verdoppelt. Das kann ich brauchen. Griffel weg von meiner Axt. Ich werde versuchen, dran zu denken. Ich glaube nicht. Oder wolltest du noch was sagen? Können wir noch R drücken? Nö. Ja, ich verhübsch mal die Landschaft. Was ist denn das? Ach, ein Skelett in einer ungewöhnlichen Pose. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier so finden. Außer die 14 Hacksilber. Die waren aber auch schon nützlich. Achso, ich habe ja Skillpunkte. Ich könnte skillen. Und mach mal vielleicht noch. Sieht aber cool aus hier. So. Fähigkeiten, Rüstung, was willst du? Runenweber Kriegsgürtel. Runenzwergen Kriegsgürtel. Was ist besser? Stärke 7. Der hier hat Stärke 11 und deutlich mehr anderes Zeug. Kann ich eine Rune installieren? Zeichen des Hüters erhöht Schaden aller Axtwürfe um 6%. Maximal 18%. Das ist doch gar nicht so schlecht. Also da haben wir relativ viele. Moderate Bonusaktivierungschance, okay. Hohe Bonusaktivierungschance auf eine Schutzbarriere, die Schaden durch gegnerische Angriffe verhindert. Bei jeder erfolgreichen Parade, dann kommt die mal rein. Vielleicht pariere ich dann ein bisschen mehr. Bin ich motiviert dazu. So, wir haben einige XP. Dann wollen wir mal hier. Erhöht die maximale Anzahl an Zielen auf 8. Das ist doch schön. Und das kostet nur 3000. Her damit. Achso, das war der Fernkampf, ist egal.
zielen und drücken sie rechts mit bloßen Händen, um die Leviathan-Axt sofort zurückzurufen und einen mächtigen Schlag auszuführen. Boah, her damit. Und dann natürlich hier schalten sie einen dritten, letzten Angriff mit links nach dem Kampfhaltungswechsel frei. Mensch, das Kampfsystem habe ich noch nicht wirklich drauf. Ich habe keine Ahnung. So, Kampfhaltung. Egal, wir haben das hier gelevelt, wir haben keine XP mehr. Das passt schon. Schildkampf braucht man auch irgendwann. Atreus, kann ich dir noch was kaufen? Nö, da brauchen wir erst wieder XP, bis du an der Reihe bist. Vielleicht bin auch ich das nächste Mal nochmal an der Reihe. Oh, ganz nett hier. Hätte man von außen, vom Wasser aus nicht gesehen. Oh, wieder Kröten. Die treffe ich doch so schlecht. Ein Glück sind die nicht aggressiv gegen mich. Sie waren zuerst hier. Ist mir doch egal, ob die zuerst hier waren. Ihr sollt doch kein Feuer spucken. Au! Nein. Dem Bruder geht's nicht gut. Ich hab ja einen Auferstehungsstein. Da ist ein Hellfighter. Jetzt geht's schon besser. Jetzt geht's wieder schlechter. Au. Komm schon, lass Hell fallen. Ja, die sind nicht besonders stark aktuell. Was gut ist, weil ich wenig Leben habe. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Nein, da liegt doch Leben. Ich brauche das. Ja, vielleicht wird es ja doch was, bevor wir abnippeln. Hör auf. Ja, Vater kommt gleich. Atreus, ich helfe dir. Hab dir geholfen. Geht's dir gut? Ja. Hui, das haben wir geschafft. Obwohl Kratos echt nicht gut ging. Der muss mal Heilkräuter oder sowas nehmen. Alles gut bei dir, Zwerg? Na gut. Ist mein eigener Zwerg. So. Schön auf die Vasen hauen. Und jetzt hoffentlich sind da Hilfe-Items drin. Leuchtet zumindest mal eine Menge. Weicher Stahl und Weltenschlangen-Schuppenfragment. 7 Stück. Wie kommen die denn da rein? Ich glaube, ich frage besser nicht. So, da haben wir schön noch Holz gemacht. Hier. Wieso hier? Ich habe doch nur Odins Auge zerstört. Damit kann Atreus doch nichts anfangen, glaube ich. Oh je, wieder so eine Kiste und ich sehe kein Zeug. Ah, das hätte sich vorher gelohnt. Da ist doch was. Ja, eine Glocke. Wieso sind hier denn so viele Raben unterwegs? Also bis jetzt sehe ich eine Glocke. Aber nicht gut. Da müssen mindestens 3 sein. Oh, muss man hier extra so viel suchen? Mist. Mist. Da ist noch einer. Und die dritte. Wieso habe ich die übersehen? Hängen doch alle ganz deutlich hier. Ja, nehme ich. Behalte ich gleich an. Horn mit Blutmet. Bin ich jetzt wieder eine Stufe zorniger geworden? Nee, noch nicht. Na gut, dann haben wir 2 Eingänge. Mal schauen, wo sie es anbietet, reinzugehen. Am besten in einen offenen. Hier, ich nehme alles, was hier so rumliegt. Der ist versperrt. Lag da noch was? Bin ich blöd? Ich bin blöd, da lag nichts mehr. Naja, jetzt wissen wir's. So, irgendwie hier. Ich dachte, ich müsste auch noch einen Knochen aufheben. So, ich hoffe, ihr bleibt auch tot. Ah, Gesundheit. Oh, ich hatte volle. Na gut, dann war es einfach nur Pech. Da liegt ja nochmal was im Gebüsch hier rechts neben mir. Vielleicht für später ganz nützlich.
Kann ich die Tür jetzt von der Seite aufmachen? Na, wunderbar. Ich wollte aber nicht raus. Ich wollte wieder rein. So, dann muss ja hier ein Kampf auf uns warten. Junge, hierher. Lies mal, das tut deinem Kopf ganz gut. Lenk dich von der Wut ab. Ja, schön. So, dann wollen wir es mal aktivieren. Was habe ich da denn reingestopft? Die Hacker sind reingekommen. Hoffentlich haben sie noch was da gelassen. Ja, ich denk mal. Sonst verfolgen wir die und machen sie alle. Guck mal, da sind so Explosierfässer. Die Axt erledigt schon den Rest hier. Hat sich gelohnt, das aufzuleveln. Na komm. Das dauert immer so lange, bis die Ziele anvisiert sind. Gut gemacht, Junge. Na gut, dann mache ich den fertig. Muss ja hier auch was tun für mein Geld. XP gab es schon mal. Das bringt mir gleich zum Explodieren. Keine magischen Schätze und kein Wetzstein. Erwarte niemals zu viel, Junge. Dann wirst du auch nicht enttäuscht. Das ist eine gute Lebenseinstellung. Ich glaube, die hatte ich auch mal. Macht einen aber nur deprimiert. So. Dann war das die falsche Öffnung. Dann wollen wir uns nochmal weiter rotieren. Beziehungsweise nochmal neue Stufen zum Vorschein bringen. Alles gut, so. Was? Ach, jetzt kommt ihr hier und wollt kämpfen. Der hat seinen Loot gleich mit in den Abgrund genommen. Der auch. Wo seid ihr denn hin? Ich war nicht bereit. Genau. Du musst immer bereit sein, Junge. Bring ich dir denn gar nichts bei? So, da ist eine Rune. Kannst du das lesen? Na, anscheinend nicht. Wieso sagst du so oft ah? Oh nee. Noch nicht bereit, leider. Na gut, dann wollen wir. Au. Was? Ich will doch nur hauen. Ah, Mann, hat die mich einfach ausgeschaltet. Oder der. Der zum Monsternde. Ah, der hat Stufe 6. Das heißt, der macht ja ordentlich Schaden. Ich bin echt schlecht im Ausweichen gewesen. Ah, nee. Ja, Bruder ist tot. Ich darf mich nicht treffen lassen. Ich begehe den Fehler immer und immer wieder. So. Jetzt habe ich hoffentlich noch den Auferstehungsstein. Hat mir ja nicht so viel gebracht. Ja, ist gut. Ja, wechsel mal deine Pfeile wieder. Ich muss einfach mehr ausweichen. Ich muss einfach mehr ausweichen. So, dich töt mal. Bist du schon mal hier aus dem Spiel raus? Ja, ich gehe aus dem Gift. Ich weich aus. Au. Weich doch jetzt sogar aus. Dann willst du von mir. Ja. Schön draufhauen, Junge. Warum nicht? Du musst bereit sein. So, den haben wir ausgeschalten. Glaub, das war der fiese Mops. Oh. Der Stufe 3 wird uns an nichts mehr hindern. Ja. Ja, ohne Kopf schafft er das, glaube ich nicht. So, das sieht doch jetzt deutlich weniger giftig aus. Und nützliche Ressourcen. Der Hauptgrund, weshalb wir hier sind.
Aber viele der Truhen sind geleert worden. Richtig. Von den Herrschern. Wir brauchen Sindris Bettstein. Ja, den finden wir schon. Keine Sorge. So. Kann die Vogelstatue noch was? Ich glaube nicht. Na gut. Dann schalten wir mal die anderen Stufen frei. Irgendwo liegt ja der Bettstein bestimmt. Können ja nicht alles mitgenommen haben. So, die vorletzte Stufe. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Vielleicht finden wir den Bettstein. Denk dran, was ich dir über Erwartungen gesagt habe, Junge. Erwarte nichts. Schon klar. Egal. Gutes Gefühl. Schön für dich. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh, nicht zu Unrecht. Weg mit dir. Ja, dann gerate ich halt in Rage. Auch wenn das gegen die nur so mittel wirkt. Na, immerhin. Hat nicht nichts gebracht. Und jetzt kann sich meine Rage tatsächlich wieder aufladen. Dafür kann ich... Au. Vor allem getroffen werden kann ich. Du bist bereit, das ist schön. So, die ist tot. Wir brauchen nur noch die andere, eine ordentliche Lektion. Alles gut, diesmal hab ich's. Jetzt hast du's. Jetzt hab wieder ich. Ah. Das war leicht. Nicht so leicht, aber leicht genug. Hab mich wohl getäuscht. Ja, deswegen sollst du ja nichts erwarten. Jo, her mit dem Teil. So, mehr brauchen wir hiervon tatsächlich nicht. Und dann kommt jetzt, glaub ich, schon das letzte paar Stufen. Da ist wieder so ein Rabe. Na also, 5 von 51 haben wir schon. Ach, ihr wollt nochmal aufs Maul? Ah. Hört doch auf, so gut zu treffen. John, du hast doch so viele empfindliche Stellen. Ja, das Feuer kann mir nichts. Diesmal war ich vorbereitet. Ich hab's gesehen. Also soll ich nicht so viel erwarten, aber mit einem Angriff rechnen? Es ist ein kompliziertes Gleichgewicht. Rechne mit dem Schlimmsten. Mutmaße niemals. Und rechne immer mit einem Angriff. Das ist doch ein guter Tipp. Eine Menge zu merken. Eigentlich nicht. Erwarte immer das Schlechteste, mein Sohn. Oh, das sehe ich. Der Weiße ist relativ cool. Sieht zumindest anders aus. Ihr habt ein, ihr Bestien der Nacht. Das ist schon, das grenzt an Tierquälerei. Aber ich habe nicht zuerst angegriffen. So, waren das alle? Ja. Noch kein Wetzstein. Und nur noch ein Raum. Ja, vielleicht ist er hier in der Truhe. Aber glaubst du, wir finden ihn? Nein. Das war ein trockenes Nein, das gefällt mir. Aber wir suchen danach. Also so schlecht kann Kratos ja gar nicht gelaunt sein. Ich muss schön aufsammeln. So, dann haben wir nicht mehr viel Chancen, da was zu finden. Versuchen wir es mal. Was ist denn los? Natürlich schaffen wir das. Wieso bist du jetzt so verwundert?
Na, also, das sieht nach einem richtigen Raum für einen Wettstein aus. Da ist eine goldene Kiste. Hier damit. Ui, die war ja wieder so schwergängig. Zorn des Frostvergessenen. Leichter Runenangriff. Na gut, ab in die Gefängnisbrieftasche damit. Hallo Geist. Willst du auf meine Leiche pissen? Du undankbarer Kleiner. Hey. Wer seid ihr zwei? Wir suchen einen Wetzstein. Wo ist er? Tja, es war einer in diesem Raum. Mein Sohn schärfte seinen Dolch daran und stach ihn mir dann in den Rücken. Was? Oh. Dieser Mistkerl wollte offenbar das Kommando über meine Leute. Ich war hart zu ihm, ja. Es kam nicht mal überraschend. Ich tat dasselbe, als ich in seinem Alter war. Er tötete seinen Vater? Liegt wohl in der Familie. Wo ist er jetzt? Ha, er ist zwar ein Mistkerl, aber er ist mein Mistkerl. Ich werde dir nicht helfen, Narr. Dann hilft mir sein Dolch. Hey, der gehört mir. Hey! Komm, Junge, wir gehen. Ogre hinter dir. Viel Spaß. Dankeschön. Die kriege ich inzwischen platt. Komm, wir müssen einen schwächen, dann können wir den anderen mit dem einen kaputt machen. Macht das soweit Sinn? Giftpfeile? Wieso sind hier Giftpfeile? Du bist soweit. Oh. Gut, das eine Ding ist schon mal weg. Könnt ihr die Säulen zerstören? Das wäre cool. Ja, mach mal das Flugding hier weg. Das lenkt mich mehr ab. Au. Sehr gut gemacht. So, und jetzt der, den wir schon platt gemacht haben, macht man noch ein bisschen mehr platt. Ja! Komm schon, lass dich reiten. Und dann wollen wir deinen Kollegen mal ausschalten. Zumindest ordentlich Schaden zufügen. Nee, du kriegst eine Spange und dein Freund kriegt eins über den Latz gezogen. Von hinten Feuer. Wo denn? Also, diese Flugquallen, die nichts können. Sehr gut. Alle tot? Sieht tot aus. Und guckt mal, wie schön der Loot ist, der hier rumliegt. Für ein paar schlappe Fieber könnt ihr gut kämpfen. So viel steht fest. Ich bin der Gott des Krieges. Natürlich kann ich gut kämpfen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Alles so weit vermöbelt, was zu vermöbeln ist. Ist ja wie bei Ikea hier. Das klingt jetzt aber nach mehr Gefahr. Da oben sind noch Runen. Hier sind überall Runen. Warum Wegpunkte geradeaus. Den Vater zu. Wegen der paar Schätze. Klingt nach Habgier. Denk dran, was ich dir gesagt habe, Junge. Mutmaße niemals. Ja, klar. Er war wohl kein toller Vater, aber... Du kennst nur die halbe Geschichte. Mag sein. Ja, ich brauche die Teile hier. Warum bist du nicht... Au! Ja, ich bin schon in Rage. Komm schon. Au! Lass doch mal wieder Steine fallen hier. Au. Ich weiß nicht, wie ich dem Laserstrahl ausweichen soll. Lass doch mal wieder Steine fallen. Dankeschön. War das so viel verlangt? Für was? Ah, dafür. Na, also. Jetzt bist du wirklich ein Vergessener gleich. Ich dreh dich, ich dreh dich, ich hau dich. Oh Mist.
Steinchen fallen lassen. Aha. Hinterm Baum verstecken hilft also. Oh nee. Nee. Wie wäre es mit einem taktischen Rückzug? Ja, ein taktisches Helf-Item wird auch akzeptiert. Da liegt ja eins. Und lag hier oben noch eins? Keine Ahnung. Sohn? Sohn! Au, 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 au. Ich aber nicht. Papa ist tot. Ah, du kannst ihn wiederbeleben. Das ist sehr gut. Den Stein hat man offenbar noch. Ja, und die hatten Pech. Und jetzt hatten wir Pech, dass wir keinen Finisher anwenden können auf die. Ja. Kein Fan von Feuer von hinten. Mist. Ach komm schon. Ja, dein Papa, dem geht's gerade nicht so gut. Komm schon, den müssen wir doch klein kriegen. Der hat diesmal aber nicht so viel Steine fallen lassen. Ja, den machen wir auf jeden Fall noch fertig. Normalerweise war das doch gar nicht so schwer. Ich hasse es nur, wenn man solchen Strahlen ausweichen soll. Vielleicht ist Deckung echt die richtige Antwort. Guck, hier ist ein Stein. Den baller ich dir rein. Diesmal ist das Feuer nicht so schlimm. Heb's doch auf! Kannst du nicht, während du brennst. Das ist aber uncool. Irgendwie hat das nicht aufgehoben. Nein, ich werde das nicht überstehen. Seht mich doch an. Ja, also. Ja, ja, belebt mich mal wieder. Ich weiß gar nicht, was jetzt schiefgegangen ist. Ich brauche Deckung. Ich brauche einfach mehr Deckung. Da liegt aber jetzt wieder so ein Stein. Gib ihn doch einfach mal auf. Und werf ihn am besten noch. Nicht auf den. Oh. Au. Na gut. Rage hilft hier nichts. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die sehr langsam sind und dass das das Problem ist. So. Bisschen Gesundheit wieder. Noch mehr. So, das muss jetzt reichen. Ich verstecke mich hinter Felsen. Komm schon. Schieß doch einfach auf den. Ja, endlich. Hui, das war aber wieder so knapp. Aber noch ist er noch nicht tot. Gleich. Nein! So kurz davor. Dann ätschen wir den Kampf eben. Das schaffen wir. Na also, Baumdeckung hat's mal wieder gebracht. Und der hat ein Helf-Item fallen lassen. Sedersiegel der Vitalität. Selten Zauber. Erhöht Resistenz gegen Gift um 50%. Mensch, damit sind diese Scheißhexen kein Problem mehr. Schön alles einsammeln. Ja, wunderbar. Na gut, dann würde ich aber tatsächlich sagen, reichte schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.